Es geht weiter. Auf der Suche nach der dritten Zutat für das perfekte Boxrezept. Let's go. Kurz bevor ich meine Absage bekommen habe, hat sich aber eigentlich noch eine Chance ergeben. Und zwar hatte ich mit meinem Homie Kevin, aka Papa Platte, noch einen Sparring-Termin offen. Und auf den hatten wir beide übelst Bock. Kevin war zufälligerweise auch in Boxvorbereitung, hat glaube ich 30 Tage nach mir gestartet und das war eine gute Situation, in der wir mal einfach mal das ausprobieren konnten, was wir so bisher gelernt hatten. Zeit läuft. Das, was man da jetzt schon direkt sieht am Anfang, der hat dich ein, zwei Mal getroffen und bap, 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 du hast direkt geantwortet, hast ihn direkt erwischt. Genauso soll es auch sein. Man hat es gesehen, so in der ersten Zeit, die Führhand kam immer sehr schön raus und das hast du gut gemacht. Bei jedem Schlag geht dein Kinn aber hoch und die Deckung nicht zurück. Und dadurch bist du offen und kriegst dann auch die Konter. 4, 3, 2, 1 und raus. Den Körperkontakt zum Gegner. Einmal den Gegner gut erwischt mit einer linken. Das, was man dann machen muss, ist direkt nachsitzen. Du hast ihn eine linke erwischt und dann kamen 2, 3, 4 Hände noch hinterher plus Kopfhaken. Hast du gut gemacht. Und locker. Pass auf, du kriegst das Aufgabe von mir vorüber. In der Pausenrunde gebe ich gerade Papa Platte ein paar Aufgaben. Papa Platte müsste viel mehr Druck machen, weil er ist der Kleinere und er will ran. Er will die Körperhaken treffen und dich danach am Kopf treffen. Nur der ist sehr zurückhaltend und geht viel nach hinten. Und dadurch hat er natürlich sehr große Probleme. Deswegen gebe ich ihm da jetzt die Aufgabe, dass er den Druck machen soll und dich nach hinten drängt. Vorne gehen und den Druck machen. Okay. Ja. Los geht's. Papa Platte wollte das direkt umsetzen in der allerersten Situation mit dem Körperhaken, ging in die Hose. Deine Schläge sind doch ziemlich hart im Vergleich zu Papa Platte. Ich weiß nicht mehr, was er wiegt, aber er ist auf jeden Fall ein Stück kleiner und wiegt auch weniger. Und da merkt man schon, dass deine Schläge da deutlich härter ankommen. Und das macht es für ihn natürlich ziemlich schwierig. Hat das geschafft, dich nach hinten zu drücken, dich in die Seile zu drücken, ein paar Körperhaken zu setzen. Und jetzt sieht man auch, wie du reagierst, wenn du im Bedrängnis bist. Du musst dagegen arbeiten, du musst dagegen arbeiten. Jawohl. Komm. Schön so. 20 Sekunden noch. Du hast gerade einen harten Treffer kassiert, Augen zu, Blick nach unten, hast dich klein gemacht und wolltest in die Schutzhaltung gehen, darfst du auf gar keinen Fall machen. Dann musst du stabil bleiben, groß bleiben, die Übersicht behalten, einfach einen Schritt nach hinten rausgehen aus der Situation und danach kannst du wieder nachsetzen. Müssen wir dran arbeiten. Kannst du durchschlagen. Ja, durch die Mitte und Deckung, Deckung rüber. Da muss die linke früher raus. Da sieht man auch, du bist noch nicht ganz richtig hart im Boxen drin. Du hast ihn hart getroffen und willst dich entschuldigen. Entschuldigen kannst du dich nach dem Sparring. Ja! 10 Sekunden noch! Das war gerade sehr schön. Papa Platte hat Druck gemacht, ist nach vorne gekommen, hat dabei geschlagen und du hast im Rückwärtsgang genau das Richtige gemacht, hast dabei geschlagen. Du bist 1, 2, 3 Schritte nach hinten rausgegangen, um aus der Situation rauszugehen, hast aber auch dabei geschlagen und er ist immer wieder in deine Schläge reingerannt. Genauso muss es sein gegen einen kleineren Gegner. Und locker.
Gut, gut, Charmin, eine letzte Runde geht noch. Dann nicht. Hasch. Schön. Gut. Linko, Linko. Du hast den Körper getroffen bei Robert, da musst du oben weiterschlagen. Ja! 10 Sekunden noch. 3, 2, 1 und locker. Mir hat diese Sparringrunde richtig Spaß gemacht, weil ich wirklich das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann das aus dem Training in den Ring mitnehmen und versuchen umzusetzen. Ich musste mich nicht darauf konzentrieren, einfach nur verprügelt zu werden, sondern ich konnte einfach mal das, was ich vorher geübt habe, ausprobieren. Und das hat sich mega angefühlt. Auf jeden Fall finde ich eine deutliche Verbesserung. Viele Sachen sehr gut umgesetzt. Du hast dich verbessert, du konntest auch den einen oder anderen Schlag nehmen, hast direkt geantwortet. Also die Verbesserung ist da. Ich bin gespannt auf die nächsten Sparrings. Hey, du bist auf jeden Fall bisher der aggressivste Sparringpartner, den ich hatte. Aber das ist geil. Und ich habe das erste Mal Bauchschläge kassiert. Das kannte ich noch gar nicht. Mein Trainer meinte, wenn der Typ größer ist, weil ich bin auch größer als der andere, wird er mir den ganzen Bauch drücken. Voll. Deswegen dachte ich, so mag ich das auch. Hey, das ist krass, wie viel kurzzeitig Energie das zieht. Du hast mir eine so ein Ultra-Bombe gekriegt. Ich dachte, soll was gehen. Durch. Ja, meine Oberlippe tut auch übel weh. Kevin war auf jeden Fall ein sehr motivierter Gegner, aber ey, es war einfach geil. Danke dir nochmal, Bro, wirklich. Das war eine absolut geile Erfahrung. War sehr, sehr geil, Bruder. Ey, vielen Dank, Mann. Keine Frage. Nach der Absage hat sich erstmal nicht so viel verändert. Klar habe ich das Trainingspensum ein bisschen runtergeschraubt, aber nichtsdestotrotz habe ich weiterhin das Personal Training mitgemacht und beim Boxengruppentraining war ich auch fleißig dabei. Jedoch merkte ich dann so, wie der Winter auch kam und kein neues Datum feststand, dass die Motivation immer mehr gefallen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich voll überfordert bin mit der Situation. Irgendwie schreit alles in mir, dass es genau das Richtige ist, weiterzumachen. Aber ich bin immer in so einer Zwiespalt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich sehe, wie gut mir das Ganze tut. Aber irgendwas in mir zieht mich immer wieder in diese alte Phase zurück. Es gibt nichts Geileres, als wirklich seinen Körper so extrem viel zu bewegen. Und eine Woche später habe ich wieder keinen Bock. Und das ist irgendwie auf jeden Fall schon 2 Monate jetzt so. Keine Ahnung. Liegt vielleicht daran, dass es immer noch nicht ganz klar ist, dass das ganze Event stattfindet. Aber unabhängig vom Event weiß ich, dass ich das selber will. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe geschnuppert, was es heißt, dieser neue Rob zu sein. Aber irgendwas zieht mich immer wieder in meine alten Gewohnheiten zurück. Keine Ahnung. Ich lieb's und hasse es. Aus irgendeinem Grund in letzter Zeit immer mehr. Es ist anstrengend irgendwie. Ich bin jeden Tag im Kampf mit mir selbst, seitdem ich irgendwie diese Entscheidung getroffen habe. Wahrscheinlich wird das Ganze irgendwie die größte Erkenntnis in dem Ganzen werden. Am Ende des Tages kämpfe ich einfach gegen mich selbst. Deep. Und da kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Punkt, wo ich echt viel über mich lernen konnte, und zwar ist Motivation gar nicht mein Problem. Wenn ich will, kann ich mich sofort motivieren. Aber was mir absolut fehlt, ist Disziplin. Weil Sport einfach jahrelang kein Teil meines Lebens war, sondern immer nur phasenweise, habe ich das Sportliche in meinem Leben gar nicht disziplinieren können und somit nie eine Konstante aufgebaut, an der ich immer wieder anknüpfen konnte. Es hat sich ständig nach mehreren Neuanfängen angefühlt. Motivation ist gut, aber Disziplin ist besser. Um es mir selber einfacher zu machen, dachte ich mir, ich baue ein Gym. Und das habe ich einfach getan. Das Wohnzimmer wurde umgebaut und jetzt habe ich ein kleines Gym gehabt.
So, fertig würde ich sagen. Freunde, so kann man ein Fitnessstudio in einer Woche selber machen. Kleines, gemütliches Homegym würde ich sagen. Ganz praktisch gehalten, aber für mich ist es perfekt so. Und ich dachte mir, hey, das hilft mir vielleicht, mich einfacher zu motivieren, weil ich nicht jedes Mal irgendwie super weit wegfahren muss zum Sport, sondern ja, das schnell zu Hause machen könnte. Und ich fand es mega geil. Also ich liebe dieses Gym und ich habe auch sofort angefangen, fleißig zu trainieren. Nur da schon wieder dasselbe. Es lief 2-3 Wochen gut, dann lief es 2-3 Wochen schlecht, dann lief es mal eine Woche super und dann war ich wieder weg. Paris, London, Schweden. Korea! Und es fehlte mir einfach absolut an Disziplin. Ja, wie lief die Zwischenzeit? Ich würde sagen, nicht so gut. Es ist halt natürlich sehr schwer, sich zu disziplinieren, ohne ein Datum zu haben. Das heißt, wenn man nicht weiß, wann man jetzt in den Ring steigt, ist es natürlich sehr schwer. Man sucht sich dann natürlich mehr Ausreden, weil man nicht weiß, wann es losgeht. Ja, ich habe ja noch Zeit, ja, ich habe ja noch Zeit, das passt schon alles. Das war so ein bisschen das Problem, da wieder voll in die Disziplin, voll ins Training reinzugehen und alles halt durchzuziehen. Das Problem an dieser Zutat ist jedoch, dass diese je nach Typ nicht schnell erlernbar ist. Also ich konnte nicht einfach schnell eine Lösung dafür finden, sondern da muss schon echt viel passieren und dein ganzes Leben muss sich irgendwie auch mitdrehen, dass diese Zutat auch zum Rezept passt. Aber immerhin konnte ich ein gewisses Grundrauschen erstellen und darauf bin ich schon absolut stolz. Es gibt keine Woche in meinem Leben, wo ich nicht mindestens ein, zwei Mal etwas Sportliches mache. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das jetzt ein Verhalten ist, was ich mir angewöhnt habe, was ich beibehalten werde. Und Raum nach oben gibt es für alles immer. Aber mit diesem Grundrauschen bin ich absolut zufrieden. Und dann wurde weiterhin fleißig trainiert. Jawohl! Bleib noch, komm, halt den, jawohl! Jawohl! Und du musst reingehen in den Ring und du musst sagen, du bist der King. Anders funktioniert es nicht. Du musst stehen, musst immer deinen Kopf bewegen, schlagen, den Gegner immer beschäftigen. Und jedes Mal, wenn dein Kopf weggeht und der ins Leere schlägt, fühlt er sich schlecht. Und da musst du den hinbringen. Du musst der King im Ring sein. Du musst reingehen und sagen, ich bin der Beste. Ja, das werde ich noch lernen. Uiuiuiui. Wir haben halt darüber gesprochen, wie muss ich mich im Ring verhalten, was muss ich für ein Feeling mit in den Ring bringen. Jede Person muss sich im Ring anders verkaufen, als man in der Realität ist. Ich als Kampfsportler, ich bin draußen freundlich, ich rede mit allen, ich habe immer ein Lächeln auf, ich sage zu allen Menschen, hey, wie geht's, ich bin super freundlich. Aber wenn ich in den Ring gehe, darf ich nicht freundlich sein, dann darf ich nicht mehr lachen, dann darf ich nicht meinen Gegner fragen, hey, wie geht's dir, sondern ich muss in den Ring gehen, um ihn zu vernichten. Und ich muss mich einfach überlegen fühlen. Wenn ich in den Ring gehe und mich unterlegen fühle, dann schaffe ich das nicht. Boxen, Kampfsport, all diese Sportarten haben einfach eins gemeinsam, und zwar, dass das Mentale dem Körperlichen aus meiner Meinung fast schon überwiegt. Du kannst körperlich vielleicht unterlegen sein, wenn du aber mental ein absoluter Killer bist, dann kannst du auch diese körperliche Komponente definitiv überwiegen und den Gegner platt machen. Romatra kam mal zu einem Training vorbei und es hat einfach Bock gemacht. Man hat sich einfach zum Sport machen getroffen. Das fand ich mega cool, weil sonst sitzt man irgendwie nur rum oder geht was essen, und zum Sport machen, treffen ist so geil. Man teilt einen so coolen Moment zusammen. Also das war einfach cool. Das war geil. Immer mehr realisiere ich, wie wichtig für mich dieses Thema Sport ist und wie viel mehr mein Leben dadurch erfüllter ist und wie viel mehr Energie ich habe und. Ich könnte einen ganzen Vortrag halten, wie bereichernd das eigentlich ist und wie banal es eigentlich auf der anderen Seite ist,
dass man das irgendwie versucht, so oft einfach nicht anzunehmen. Also, ich habe meine erste 7-Tage-Trainingswoche nach langer Zeit wieder hinter mir. Und es ist einfach geil. Man hat einfach mehr Energie. Diese ganzen Ausreden von wegen, ich bin zu müde, um Sport zu machen. Bullshit. Du bist müde, weil du keinen Sport machst. Genau das. Ich bin so ein anderer Mensch. Besonders abends. Ich habe noch so viel Energie über. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich so abends überlege, so, okay, ich brauche noch ein bisschen Sport. Wenn du Sport machst, dann brauchst du keine Medizin. Sport bereichert mein Leben zu 100%. Und die ersten Erfolge kamen so langsam auch. Freunde, jetzt wird's ernst. Heute ist der 1. August. Es sind noch 116 Tage bis zum Kampf. Und die letzten Monate waren nicht einfach, das habt ihr ja gesehen, aber ich bin bereit, auf ein neues diese Challenge zu akzeptieren. Es fühlt sich nach einem kleinen Déjà-vu an, weil es ist quasi fast ein Jahr her, dass ich damit angefangen habe. Und ich weiß, wenn es ernst wird, macht Crispy Rob keine halben Sachen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, noch einmal richtig, richtig Gas zu geben. Ich habe in dieser gesamten Zeit echt für mich verstanden, dass der Boxsport für mich so viel mehr ist. Und das macht mich glücklich. Let's go. Eine Sache gab es aber noch, und zwar mein Geburtstag. Der lief letztes Jahr irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und das wollte ich dieses Jahr ändern. Alles gut. Ich bin gespannt auf gleich, ich freue mich. Ich dachte mir, hey, ich habe das Boxer-Ich angenommen und ich will an meinem Geburtstag auch diesen Teil meines Lebens ausleben. Dementsprechend habe ich mir einen Kumpel geschnappt, der Boxer-Fan ist, und wir haben uns einfach zu einem Sparring an meinem Geburtstag getroffen. Man sieht deine Verbesserung, du hast dich verbessert, du bleibst standhaft stehen, du konterst jetzt sehr gut. Die Deckung ist auch besser geworden, daran müssen wir aber immer noch weiter arbeiten. Wir haben gesehen, dass du auch einstecken kannst und trotzdem weiter austeilen kannst. Also ich bin auf jeden Fall positiv. Natürlich ist bei mir vieles noch nicht perfekt. An der Technik kann ich feilen, an der Kondition, hier und dort, so oder so. Aber die Zutaten, die ich bisher auf meiner Reise gesammelt habe, die sind eingraviert. Den inneren Schweinehund, der ist Schnee von gestern. Und die Angst vor Schmerzen, die habe ich mittlerweile in irgendeiner hinteren Schublade verstaut. Ich bin überrascht, wie gut ich damit klarkomme, starke Schläge abzubekommen, und das motiviert mich und gibt mir Kraft, auch weiterhin diese Reise anzunehmen, weil ich bei mir selbst tagtäglich Verbesserungen sehe und immer mehr zu dem Box-Ich werde, was ich mir vorstelle. Und ja, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden fürs perfekte Boxrezept. Mal gucken, wie es schmecken wird.
Danke für dieses Geburtstagsgeschenk. Gerne. So ein Geburtstagsgeschenk habe ich noch nie bekommen. Geburtstagsschläge, ne? Ja. Also in den nächsten 30 Tagen werden wir auf jeden Fall weiter an der Technik arbeiten, die körperliche Fitness vorantreiben. Und das, was dazu kommt, wir müssen ab jetzt reguläre mehrere Sparrings machen und das auch regelmäßig. Nicht nur innerhalb vom Training, sondern wirklich unter Wettkampfbedingungen, das heißt im Ring. Das wird jetzt in den nächsten 30 Tagen vermehrt dazukommen. Und jetzt kommt die Hardcore-Phase. Es wird gekämpft und gekämpft und gekämpft und gekämpft, dass für mich dieser Kampf der Kämpfe nur einer von vielen ist. Let's go. Es geht weiter und der Boxkampf kommt immer näher. So langsam bin ich wirklich happy, wie das Ganze aussieht. Und wir haben uns alle zusammen in Hamburg getroffen, um ein paar Fotos und Videos für die Fight Night zu machen. Und ich hatte auch das riesige Glück, meinen lieben Gegner, den Jonas, zu treffen. Ich bin auch immer aufgeregt, wenn du was in deiner Story postest und ich sehe, okay, du machst weiter Fortschritt und ziehst es wirklich richtig durch. Das sieht herbe geil aus. Krieg ich richtig Bock wieder. Krieg ich richtig Bock, selber zu boxen. Ich brauche nur an diesen Moment zu denken, wie ich da einlaufe und an den Arm selbst und ich bin komplett dort. Egal, wir kriegen das noch hin. Ich hoffe.